Der Kampf zwischen Brüdern. Sensei Wu, Ihr Kimono ist äußerst beeindruckend. Vielen Dank, Zen. Ja, er ist auch ziemlich außergewöhnlich, denn seine Symbole dienen als Schutzzauber gegen das Böse. Aber vor allem erinnert er mich an die Nacht, in der Garmadon den Mächten der Unterwelt verfallen ist. Garmadon, die Waffen sind nur zum Anschauen. Verrat mir, wozu eine Waffe gut ist, wenn sie nur als Staubfänger benutzt wird. Sei kein Narr. Vater hat uns gewarnt, dass ihre Kraft die eines Menschen bei weitem übersteigt. Vater war der Narr! Wie kannst du es wagen, schlecht von Vater zu reden? Wir haben ihm ein Versprechen gegeben. Diese Waffen dürfen das Kloster niemals verlassen. Dann werde ich sie zerstören und alles andere, was sich mir in den Weg stellt. Leg gefälligst die Waffen weg! Meinst du etwa so? Auf nimmer Wiedersehen, Bruder. Garmadon, tu das nicht! Garmadons Fall war das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt und Ninjago genoss viele Jahre des Friedens. Juhu, Sensei! Sehen Sie mal, sogar freihändig! Offenbar sind diese Jahre jetzt vorbei. Ja, mehr oder weniger.